Horst Mahler, Gefangener in Tegel. Deutschland im Herbst. Spielfilm und Dokumentation über die Verwirrung im Herbst 77. Deutschland im Herbst. Ein Film gegen das Vergessen. Ich bin's, Fassbinder. Es ist wegen dem Interview von heute Nachmittag, wegen dem... Nein. Laut verkünden sollst du es allen Leuten. Du bist mir viel verhasster, wenn du schweigst. Heiß weilt dein Herz bei schauerlichem Werk. Ehe meine Kraft versagt, gebe ich nicht auf. Staatsakt für Hans-Martin Schleyer. Übertragen in die Daimler-Benz-Werke. Deutschland im Herbst. Ein Film über die politische Situation im Herbst 1977. Mit Bildern, die im Fernsehen und in den Zeitungen nie zu sehen waren. 9 Regisseure haben an diesem Film gearbeitet, der nach Meinung des Magazins Spiegel zum aufregendsten gehört, was der junge deutsche Film je hervorgebracht hat. Gabi Teichert, Geschichtslehrerin. Seit Herbst 1977 im Zweifel, was sie denn nun unterrichten soll, auf der Suche nach den Grundlagen der deutschen Geschichte. Die Polizei, wie Sie sehen, ist präsent. Texte von Böll, Biermann, Kluge, Steinbach. Vor allem aber Texte aus der Wirklichkeit. Die Regisseure Pustelin, Kloß, Fassbinder, Kluge, Meinka, Reitz, Ruppé, Schlöndorff, Schubert, Zinkel. Deutschland im Herbst. Demnächst in diesem Theater.